Gruppenbild mit Dame, die Geschäftsführung der Sternholding unterwegs auf einem Attersee-Schiff. Die Schifffahrt am größten Binnensee Österreichs, eines von 5 Geschäftsfeldern der familiengeführten Unternehmensgruppe. 1883 von Ingenieur Josef Stern und Franz Haffol gegründet, steht die Sternholding heute für Pioniergeist und Ingenieurskunst auf höchstem Niveau. Die Sterngruppe ist ein Mischkonzern, das macht uns aus, das ist uns ganz wichtig. Es gibt natürlich starke Verbindungen zwischen den Unternehmen, aber es sind auch sehr unterschiedliche Sparten, aber gerade das macht das Interessante aus. Die Sternschifffahrt GmbH mit dem ersten Solarschiff Österreichs am Altausseer See und der Attersee-Flotte, eines der ältesten Schifffahrtsunternehmen des Landes. Die Stern- und Haffall-Verkehrsgesellschaft, die Linzer Lokalbahn, die Traunseetram, die Forchdorfer Bahn, die Atterseebahn und die Hybridlok zwischen Ebensee und Gmunden befahren ein Schienennetz von 132 Kilometern. Auf 29 regionalen Buslinien werden jährlich 1,1 Millionen Passagiere befördert. Stern und Haffall von Anfang an Verkehrs- und Energiepionier. Seit jeher war der Bahnbereich, der Verkehrsbereich bestimmender Faktor. Wenn man zurückschaut, Bahn war immer ganz was Entscheidendes, ganz was Wesentliches für die Entwicklung der Wirtschaft, ist auch heute so. Und ich glaube, die Zukunft des öffentlichen Verkehrs und der Bahn, diese Zukunft, die liegt erst noch vor uns. Im Baubereich setzt Stern und Haffall Bau seit über einem Jahrhundert Maßstäbe. Bei Altbausanierungen, im Neubau, bei Großprojekten und Einfamilienhäusern sowie mit klimafreundlichen Massivholzbauten. Unsere Vorfahren, die 1883 die Sterngruppe gegründet haben, waren immer schon Vordenker in Richtung Energie, waren Vordenker bei innovativen Lösungen. Die haben auch die Gmundner Fertigteile. Seit 1972 Teil der Sterngruppe. Modulare Fertigteilgleisplatten kommen weltweit zum Einsatz. Technische Gebäude werden nach Kundenwunsch maßgefertigt. Ein erfolgreicher Stahlbetonspezialist für den Verkehrsbereich und die Energieversorgung. Die GEG unter den führenden Unternehmen im Bereich Elektrotechnik, Elektroinstallationen und Gebäudetechnik. GEG Gmunden und GEG Traun sind Partner für Häuselbauer, Sanierer, Gewerbe, Handel und Industrie. Insgesamt beschäftigt die Sterngruppe über 800 Mitarbeiter, darunter 60 Lehrlinge. Das ist etwas, auf das wir ganz, ganz stolz sind. Zentrale der Sterngruppe, das Stammhaus in der Gmundner Kuferzeile. Der Mischkonzern mit dem Firmenmotto Zukunft im Fokus wird in 4. und 5. Generation von den Familien Neumann, Schreckeneder und Döderlein geführt und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen Euro.